Okay, also als nächstes von San Francisco zum Küstengebirge. Ileamo hat schon gewarnt, dass das kritisch werden könnte. Auch hier bin ich wieder noch nicht eingestuft. Mal gespannt, was er mit kritisch meint. Weltrekord hat 2,12, Top 100 ist 2,26,4. Also muss ich versuchen, unter 2,26,4 zu kommen. Mal sehen, wie das läuft. Ich bleibe jetzt erstmal bei dem Porsche. Ich versuche mich ein bisschen an den zu gewöhnen. Und aktuell habe ich das Gefühl, dass der echt gut für diese Nummer ist. Ja, wenn man das immer nur sagt, versteht die Hälfte der Leute nicht, was man damit meint. Also habe ich es gezeigt. Hat den Zweck erfüllt, würde ich sagen. Ich hoffe es. Boah, das Rennen kommt mir gerade 0,0% bekannt vor. Bye bye, Berkay. Digga, gab's das schon mal irgendwann in einem Summit? Es kommt mir wirklich kein Stück bekannt vor. Ist halt schade, ne, dass sie so eine Strecke dann noch nie im Summit hatten. Ständig bringen sie dieselben Strecken und die gab es noch nie. Auf jeden Fall, Mika. Wäre doch geil. Na gut, das wird keine Top 100 Zeit hier. Nope, nope, nah dran, aber das reicht nicht. Ja. Also First Try war das Platz 200. Oh, direkt hinter Shadow, vor Shadows. Okay, bei 8% links an den Baum und den Checkpoint von links außen nehmen. Das muss ich mir jetzt angucken. Ich muss sagen, ich habe mad Respekt vor Leuten, die in diesem Folien-Editor richtig gut sind. Ja, ich finde das auch krass, ich kann das auch überhaupt nicht sowas. Aber ich bin auch absolut nicht kreativ, deshalb bin ich bei sowas generell nicht so. Ja. Nicht so der beste Ansprechpartner. Ja gut, ich habe 300 Spielstunden in Planet Coaster, aber das war's auch. Ich kenne das Spiel nicht, deshalb weiß ich nicht, wie kreativ man da ist. Na, es geht so. Ja, ich hab's gesehen, Ileamo. Aber ich hab's halt zu spät gesehen.
Und irgendwie sind hier auch wieder mehr Leute auf Top 100 gegangen, scheinbar. Oder haben zumindest auf Zeit gespielt, weil hier sind die Zeiten schon echt hart beieinander. Das ist schon mal besser, immerhin. Alles klar, Maxi. Ja, auf jeden Fall Shellox. So, das war Platz 170 mit einer 229. Da geht mehr. Aber ja, die Strecke wird nochmal eine Herausforderung. Wo ist denn die auf der Karte? Vielleicht ist es deswegen so. Keine Ahnung. Aber es ist halt viel Bergkurven, ne? Ja. Das war zu früh. Von San Francisco zum Küstengebirge oder so, Shellox. Ja. Aber vermutlich dann in San Francisco. Ja, aber der Start, ja doch, könnte San Francisco sein, aber sehr am Rand, südlich gelegen. Ja, moin. Da habe ich gerade wieder angefangen, quasi. Ja. Also ich habe das Spiel in der Gold Edition vorbestellt gehabt und fand es so scheiße am Anfang, dass ich es direkt weggelegt habe. Ja, was mache ich hier? Und dann, als ich angefangen habe zu streamen, habe ich es irgendwie nochmal ausgepackt und dann gab es plötzlich Summits und PvP und keine Ahnung, und dann war es irgendwie geil. Am Anfang gab es das halt alles nicht. Da gab es nur die Rennen. Ja. Und das war halt derbe langweilig. Da war ich dann irgendwie Kult 50 oder so und hab aufgehört. Eieiei. Beim Drift-Event mit 0,3 Sekunden noch ins Ziel gekommen. Kurz Herzflattern bekommen. Das kann ich dir nicht sagen, Pupsbacke, das kann dir niemand sagen. Wie bitte? Hat er ganz, ganz wenig Zeit noch am Ende. So 0,3. Hat's denn funktioniert? Geht so. Das ist schlecht. Ich bin mal gespannt. Jetzt 970.000 Punkte insgesamt, Platz 1600, aber da werde ich so rausgedrängt noch. 970 ist ein bisschen low.
Ja. Aber ich sag's dir, wie es ist. Für das Event jetzt brauchst du ja nicht mal die Perks. Das heißt, du brauchst einfach nur ein Max-Set und hast alles, was du brauchst für das Drift-Event. Jet-Sprint wird dir wahrscheinlich auch den Hals brechen, nehme ich mal an, ne? Na, da habe ich 112.000 Punkte. Das geht ja eigentlich. Da könntest du halt 140.000 haben. Das ist das Ding. Ja. Da gibt's halt echt viele Punkte zu holen. Der Aerobatics-Test ist natürlich auch wichtig. Wie viel hast du da? 60.000, das ist nix. Da würde ich auf jeden Fall drauf gehen. Guck, dass du Aerobatics Air Race auf Max kriegst. Noch die Woche. Das geht eigentlich, sage ich mal. Nur auf Max. Und dann, dass du irgendwie zumindest blaue, lila eine Teile hast und die kalibrierst du auf Test erprobt. Das reicht in der Regel schon. Wenn du wirklich ein Max-Set hast und das so gut wie möglich auf Test erprobt kalibriert ist, reicht das schon für die 140.000 oder so. Also da kannst du schon echt viel mit holen. Das sind ja für dich dann 80.000 Summit-Punkte, das wäre natürlich schon knackig. Ja. Gute Nacht, Maxi. Boah, das Rennen wird mir echt noch ein bisschen Nerven kosten. Aber gut, ich bin auch seit 5 Uhr wieder wach. Ne? Ich bin todmüde. Na gut. Wenn ich dann jetzt hier die ganze Zeit dasselbe Rennen fahre, lässt die Konzentration doch etwas zu wünschen übrig. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ein Standard mit Vox. Na geht doch, das sollte gereicht haben. Weedy, merci für den Follow. Puh. Was haben wir gefahren? Platz 71 mit einer 2,24. Passt. Sehr schön. Hat zwar ein bisschen länger gedauert, aber bin drin. GG's.